Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Wiener Neustadt aktuell 24 hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir den nicht alleine antun kann, sicher ich werde mit rein. Links zum Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, also links zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort drüber raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meinen Kooperationspartnerin Autismus an Brücken-Kanal, als auch den Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr meine Comic-Seite mal geben könnt, als auch den Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: In Wiener Neustadt entsteht ein neues Autismuszentrum. Fangen wir dann drumherum. Los geht's. Landesrat Eichtinger. 2024 wird ein weiterer Standort in der Thermenregion eröffnet. Wird ein weiterer Standort in der Thermenregion eröffnen? Ich denke mal, dass es richtiges Deutsch ist. Ich wollte beinahe was sagen, Leute, aber eröffnet wäre auch richtig gewesen. Aber gut, weiter geht's. Bei einer Pressekonferenz in St. Pölten stellten Landesrat Martin Eichtinger, Norbert Fiedler, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der österreichischen Gesundheitskasse in Niederösterreich, und Primaria Sonja Gobara soll das neue Autismuszentrum in Wiener Neustadt vor, das bis zum Jahr 2024 öffnen soll. Niederösterreich, waren da nicht letztens Wahlen? Und hat da die ÖVP böse verloren? Aber gut, vielleicht sehen wir das ja in dem Artikel. Mal gucken. 1% der Weltbevölkerung hat Autismus. In Niederösterreich sind das 1000 Kinder im Vorschulalter. Heute wissen wir, es sind mittlerweile 2,3% der Weltbevölkerung, aber das nur am Rande. Weiter geht's. Mit dem Start des Autismuszentrums Sonnenschein in St. Pölten erhielten Kinder 2015 erstmals ein eigenes Zentrum. Seitdem zeigt sich, welche positiven Effekte eine passende Therapie haben kann. Um noch mehr Kinder behandeln und betreuen zu können, wird es 2024 einen weiteren Standort in der Thermenregion geben. Mit dem zweiten Standort des Autismuszentrums Sonnenschein in Wiener Neustadt ist Niederösterreich das Bundesland mit der besten Versorgung in Österreich. Kein anderes Bundesland hat ein ähnliches Netzwerk in dieser Form, betonte Landesrat Eichtinger. Ich gehe davon aus, dass mit Form hat ja was mit dem Satz zu tun. Nicht direkt mit Autismus, nein. Das würden die nicht wagen. Sonst hätten wir was dazu gesagt, aber na gut. Weiter geht's. 6 Expertinnen und Experten werden den Dienst im Autismuszentrum aufnehmen. Der laufende Betrieb wird jährlich mit rund 850.000 Euro durch das Land Niederösterreich und die österreichische Gesundheitskasse, der ÖGK, finanziert. Ja. Und das ist doch mal eine gute Sache, Leute. Weiter geht's. Ein weiteres Leuchtturmprojekt. Als österreichische Gesundheitskasse sind wir froh und stolz darauf, gemeinsam mit dem Land Niederösterreich einen wesentlichen Finanzierungsbeitrag zu leisten, damit das Erfolgsmodell Autismuszentrum Sonnenschein nun auf einen weiteren Standort in Niederösterreich übertragen wird, sagte Norbert Fiedler, der Landesstellenausschussvorsitzende der ÖGK in Niederösterreich, der auch betonte: Damit setzen wir einen weiteren Meilenstein bei der bedarfsgerechten Versorgung von Kindern und Jugendlichen, die mit einer besonderen Herausforderung ins Leben gehen. Unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie erhalten sie von hochkarätigem Fachpersonal die Hilfe, die sie brauchen. Wir sind dankbar für die langjährige Expertise unseres Partners bei diesem Projekt, dem Verein Sonnenschein. So sind wir sicher, dass in Wiener Neustadt ein weiteres Leuchtturmprojekt entsteht, wo diese jungen Menschen sozialen Rückhalt und die notwendige Unterstützung erfahren, damit sie ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führen können. Um noch etwas in eigener Sache hinzuzufügen: Wir Autisten sind generell in der Lage, ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führen zu können. Und das tun wir auch. Und deswegen lesen wir weiter. Ärztezentrum in der Martinsgasse. Primaria Sonja Gobara, Leiterin des Autismuszentrums Sonnenschein, führte aus:
Studien belegen, dass durch eine frühe Diagnostik, einen frühen Therapiebeginn und eine hohe Therapieintensität nicht nur die Entwicklung des einzelnen Kindes positiv beeinflusst werden kann, sondern auch sekundäre Störungen vermieden werden können, wie beispielsweise selbst- und fremdaggressives Verhalten und die vermehrte Betreuung in institutionellen Einrichtungen. Ja, und diesen Satz muss ich natürlich zusammenfassen. Also, sekundäre Störungen. Also, wenn es um das Thema Meltdown, Shutdown und Overload geht, dann sind es keine Störungen, sondern ein Teil unserer autistischen Persönlichkeit. Und was selbst- und fremdaggressives Verhalten angeht, das hatte ich schon mal gesagt, sind auch keine Störungen, sondern wenn wir zu viele Reize abbekommen. Da müssen halt unsere Reaktionen auch raus. Sonst haben wir sowas ähnliches wie halt Kopfschmerzen, nur halt viel schlimmer. Und was vermehrte Betreuung betrifft, tja, da wird man von einem Betreuer zum nächsten geschickt, sodass man nicht mehr sie voneinander unterscheiden kann. Weiter geht's. Was das Team betreffe, starten wir mit einer Ärztin, zwei speziell geschulten Psychologinnen, einer Logopädin, einer Ergotherapeutin sowie einer administrativen Kraft. Wir werden in das von der Stadt Wiener Neustadt geplante Ärztezentrum in der Martinsgasse einziehen. Damit stehen Finanzierung, Räumlichkeiten und das Team, so die Autismusexpertin. Ja, immerhin. Also hier klappt es auf jeden Fall. Im Gegensatz zum Josefsein in Brunneck. Naja, weiter geht's. Zurzeit laufen die Detailplanungen für das Ärztezentrum, für das neben dem Autismuszentrum auch verschiedene Ordinationen vorgesehen sind. Noch im ersten Halbjahr 2023 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die ersten Ärztinnen und Ärzte werden voraussichtlich im Herbst 2024 einziehen können. Die ersten Ärzte werden dort einziehen? Wahrscheinlich auch dort wohnen, denke ich mir mal. Aber genug mit den Spekulationen und ich lese weiter. Erfolgsmodell seit 2015. Am Standort St. Pölten wurden alleine 2022 insgesamt 75 Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung betreut und behandelt. 40 von ihnen erhielten eine intensive Behandlung, 30 nutzten diagnostische Leistungen, 5 Diagnostik und Behandlung. Oder wie dieser Satz richtig heißen sollte, und wir kommen auch gleich noch dazu. Am Standort St. Pölten wurden allein 2022 insgesamt 75 Kinder aus dem Autismus-Spektrum betreut und behandelt. 40 von ihnen erhielten eine intensive Behandlung, 30 nutzten diagnostische Leistungen, 5 Diagnostik und Behandlung. Weiter geht's. Insgesamt wurden seit der Eröffnung 2015 etwa 300 Patientinnen und Patienten mit deren Familien betreut. Stopp! Jetzt nochmal zu den beiden Sätzen. Kommt nicht mit Störung bei uns an. Es heißt nur Autismus-Spektrum. Und was noch viel wichtiger ist, kommt nicht mit Patienten bei uns an. Autismus ist keine Krankheit. Ihr macht es wirklich kaputt wieder, Neustadt 24. Schämt euch. Aber es gibt ja noch ein paar Sätze und dann Schluss. Für Eltern gibt es in St. Pölten eigene Elterntrainings, eine Elterngruppe unter Supervision. Seit Frühling 2022 bietet das Autismuszentrum Sonnenschein auch Seminare und Podcasts an. Die Podcast-Reihe startete am Weltautismustag am 2. April 2022. Bisher gibt es 7 Folgen. Und bevor ich mit dem letzten Satz weiterlese, achtet bitte auf den kommenden Autistic Pride Day am 18. Juni, an einem Sonntag. Und das ist natürlich der wichtigste Tag für uns Autisten. Der 2. April ist ja nur der Weltautismustag, der hauptsächlich von Eltern organisiert werden. Und deswegen lese ich weiter. Die Podcasts richten sich an Eltern, Fachpersonen und Interessierte und informieren über verschiedenste Themen rund um Autismus-Spektrum-Störung. Oder wie dieser Satz richtig heißen sollte: Die Podcasts richten sich an Eltern, Fachpersonen und Interessierte und informieren über verschiedene Themen rund um Autismus-Spektrum. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Also, es ist immer wieder schön,
wenn neue Autistenzentren entstehen. Und in St. Pölten läuft anscheinend wirklich alles. Nicht nur, dass die in Sachen Wahlen in Niederösterreich hier sehr gut aufgestellt sind und dort keine Pannen passieren, sondern dass auch für uns Autisten viel gemacht wird. Und deswegen kann man nur Folgendes sagen: Der Autistic Pride Day am 18. Juni an einem Sonntag wird der beste Tag werden. Da bin ich fest überzeugt. Was meint ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Also sie jetzt liken, also sie jetzt teilen. Als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit keiner weiß, wie ihr verpasst. Und wir sehen uns morgen mit zwei Quellen wieder. Und da geht es ja, wie ich schon wegen Brodeck angesprochen habe, Richtung Südtirol. Aber zum Thema Brunneck, wo immer noch kein Personal und immer noch keine Eröffnung stattgefunden hat, kann man da nur sagen, werden wir uns dort mit einem anderen Thema beschäftigen, der ebenfalls mit Südtirol zu tun hat. Und ich würde mal sagen, und ich hoffe es mal, ciao Leute!